Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und wir beschäftigen uns heute mal mit der Frage, was ist ein Triller bzw. wie spiele ich einen Triller? Ein Triller setzt sich sozusagen zusammen aus einem nachfolgenden Hammer-on und Pull-off. Es geht in beide Richtungen und es sieht so aus, dass man zwei Töne hat, wobei man es im Prinzip so spielt, man hat einen Ton, von dem man ausgeht und spielt dann diesen Ton an. Und klingen sollen der Ton, dann ein Ton, entweder so einen Halbton oder einen Ganzton drüber und dann nochmal derselbe Ton. Schnell, also langsam würde das so klingen. Das heißt, man spielt den Grundton, den nächsten Ton und dann wieder den Ausgangston, dann den zweiten Ton oder und dann wieder den Ausgangston. Wenn man es jetzt als Triller spielen möchte, dann muss man das miteinander verbinden. Das heißt, man spielt den Ton einmal an, macht dann ein Hammer-on auf den gewünschten Zielton. Ich sage jetzt einfach mal, das ist mein Zielton. Und macht dann direkt wieder ein Pull-off auf den gewünschten Grundton, den wir uns vorher schon festgelegt haben. Das heißt, ich spiele im Prinzip dreimal die Saite, aber ich zupfe sie nur einmal an. Das wird oft bei hohen Saiten verwendet. Zum Beispiel, wenn man jetzt in Akkorden auch drin ist. Wenn man jetzt ein D spielt, dann kann man entweder D, D sus 4, D spielen. Oder man macht es halt so, man schlägt den Akkord einmal an und macht dann hier oben auf der hohen E-Saite einen Triller. Das heißt, man schlägt mit dem kleinen Finger auf den dritten Bund und macht dann direkt wieder einen Pull-off. Das ist eigentlich ein ganz nettes Ding, das kann man immer mal wieder verwenden. Wer mein Video von Nothing Else Matters gesehen hat, da kam auch schon Triller drin vor. Und häufig, die mir jetzt oft unterkommen, sind Triller nach oben. Das heißt, man nimmt einen Ton, nimmt dann einen, der drüber liegt und geht dann wieder nach unten. Theoretisch kann man auch Triller nach unten machen, das würde dann so aussehen. Man nimmt einen Ton, sucht sich dann einen Zielton, der da drunter liegt, ein oder zwei Halbtöne. Macht dann einen Pull-Off und dann direkt wieder ein Hammer-On drauf. Also genau umgekehrt wie vorher. Vorher hatten wir Hammer-On, Pull-Off und jetzt haben wir Pull-Off, Hammer-On. Ist im Prinzip das, also ist vom Prinzip her dasselbe. Man nimmt halt, zupft die Saite nur einmal, aber die Saite soll dreimal insgesamt klingen. Und das kann man halt relativ schnell machen oder auch ein bisschen langsamer. Also Triller heißt nicht automatisch, dass es schnell sein muss. Meistens ist es schnell, aber ist eher eine Art der Ornamentik und der Verzierung als tatsächlich eine Geschwindigkeitsangabe für die Töne. Das heißt, man kann auch einen relativ langsamen Triller machen. Sowas zum Beispiel. Oder halt auch relativ schnelle Triller. Sowas. Man kann auch Triller mehrere Male hintereinander machen, dass man halt, das wird in der Klassik, soweit ich weiß, viel verwendet, dass man halt sich diese beiden Töne nimmt und dann nicht nur einen Triller macht, sondern mehrere hintereinander. Das geht dann fast schon in die Richtung des Tappings. Aber im Prinzip ist das die Art, wie man Triller spielt und wenn ihr einen Song habt, wo das drin vorkommt oder wenn ihr das mal in euer Spiel einbauen möchtet, ist es ganz ratsam, das erstmal so ein bisschen zu üben, damit man so ein bisschen das Gefühl für die Saiten bekommt. Wie hart muss ich draufschlagen? Wie ziehe ich den Finger am besten wieder zurück, damit die Saite dann wieder klingt? Und dass wirklich dann die Töne wirklich klar zu erkennen sind, dass es nicht so irgendwie so ein bisschen verschluckt wird. Und ja, das ist im Prinzip schon alles. So einfach ist das. Wenn ihr Bock habt auf Song-Tutorials oder andere Technik-Tutorials, dann besucht mich doch einfach auf meinem Channel, lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, schreibt mir einen Kommentar, besucht mich auch auf Facebook, lasst mir ein Like da. Und ja, dann bis nächstes Mal. Ciao.